Ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde der Mars-Kolonisation. Ich bin die Miri und wir sind wieder in Surviving Mars, wo wir gerade unsere erste Megakuppel angefangen haben zu bebauen und wo auch die ersten Leute leben, wie wir hier sehen. Ich muss allerdings sagen, so richtig Arbeit für Ingenieure haben wir hier nicht. Also Ingenieure und Geologen brauchen wir hier nicht. Zumindest im Moment noch nicht. Alle anderen, na, aber auch Wissenschaftler eigentlich nicht. Alle anderen können hier gerne herkommen. Aber dieser Ingenieur, der kann dann gleich wieder umziehen. Der andere auch. Tut mir wirklich leid, aber die anderen Kuppeln sollten jetzt mittlerweile auch einiges an Wohnplätzen wieder frei haben. Da werde ich mal auf Spezialisierung umschalten. Damit die Botaniker auch verstehen, dass sie hier wirklich nur in den Farmen arbeiten sollen. Und nicht woanders. Ja, das können wir hier auch schon mal einstellen. Und hier werde ich das auch tun. Demnächst haben wir ja hier auch die automatisierten Farmen. Dann brauchen wir sowieso weniger Botaniker. Da freue ich mich schon drauf. Wenn das alles ein bisschen effizienter wird. Worauf ich mich auch freue, ist, wenn hier die Metallproduktion wieder etwas verbessert wird. Ja, hier transportiert gerade noch 40 Metall nach unten. Ja, unser Carbonatprozessor arbeitet auch fleißig. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Gesteinsabfälle der pro Tag hier umwandelt. Sieht man das irgendwo? Stromerzeugung? Nee, ist ja Verbrauch. Der braucht Strom, der erzeugt keinen. Ja, wie viel der hier verbraucht, sieht man leider nicht. Ich hoffe, schön viel. Damit wir ein bisschen weniger Gesteinsabfälle bekommen. Wir haben ja 16,3 K. Ach, hier sieht man es. Gesteinsabfallverbrauch 4 pro Tag. Produktion 106. Ja, da können wir problemlos noch einen irgendwo hinstellen. Das sollte gar kein Problem sein, den zu versorgen. Das größte Problem hier ist natürlich, dass wir gar nicht so viel Metall haben. Aber das muss jetzt. Wir brauchen den. Muss ich hier auch wieder eine Stromverbindung hinbauen? Ja. Oder? Nee. Womöglich. Wir werden sehen. Irgendwas ist schon wieder verbraucht. Hier der Betonextraktor. Ja. Beton für Wartung 13, Produktion 16. Ich weiß aber nicht, ob das mit reinzählt. Habe ich nicht noch irgendwo einen Produzenten gehabt oder war das jetzt der letzte? Wo habe ich denn noch alles Beton produziert? Hier ist ja schon leer. Hier ist schon lange nichts mehr. War das jetzt wirklich der letzte? Dann wird es auf jeden Fall Zeit, hier auch noch einen Betonextraktor. Oh. Ja, das gab das Marsbeben aufgrund des Eisasteroiden, den wir hier mal eben abgeladen haben. So, Betonextraktor. Reicht denn das mit dem Strom? Ja, dicke. Und dann werden wir auch hier hinten
noch einen, na, nicht Metall, sondern Betonextraktor hinbauen. Hier haben wir ja ein großes Vorkommen. Mehr Mülldeponien. Ja, wir könnten jetzt hier auch gleich den nächsten fangen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Drei Gebäude wurden beschädigt. Ich weiß aber nicht welche. Wahrscheinlich hier diese, ne? Ja, aber Beton ist ja noch nicht unser Thema, ne? Das ist ja nicht so. Nicht so schlimm. Der kann landen. Der ist noch auf dem Weg. Ein paar Stunden. Und hier wird der nächste See befüllt. Damit machen wir 0,2 Wasser pro Sol. Das heißt, noch 5 Sol haben wir gerade mal 1% geschafft. Oh Mann, ey. Wie soll man das jemals schaffen, hier auf 100% zu kommen? In einer angemessenen Zeit, das ist wirklich schon richtig lange. Resources are low. Sag mir mal was Neues. Tja, ich schick mal den einfach mal hier runter, ganz random. Ich sehe gerade, dass unser Saatgut zur Neige geht. Vielleicht wäre es demnächst mal wieder an der Zeit, eine Rakete Richtung Erde zu schicken. Erstmal schaue ich, ob ich hier wieder Technologie stehlen kann. Ja, kann ich. Dann geht jetzt wieder diese Tour los. Und wenn die andere zurück ist, dann schicken wir einen Richtung Erde. Vielleicht können wir dann sogar auch schon die dritte Rakete kaufen. Auch eine Möglichkeit. Vielleicht wäre dieser Weltraumlift gar nicht so eine dämliche Idee gewesen. Da könnte ich quasi die Versorgung problemlos aufrechterhalten und könnte mir in regelmäßigen Abständen quasi eine Rakete kaufen. Vielleicht nicht die dümmste Idee. Aber dafür brauchen wir erstmal eine ganze Menge mehr Metall. Und wie es aussieht, auch mehr Maschinenteile. Was ist hier los? Die produzieren eigentlich 22. Ach, die waren zwischendrin hier. Ja, ich verstehe. Die waren ja zwischendrin hier aus wegen dieser Wartung. Gut, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, wir könnten den nächsten Hochgeschwindigkeitsrelais-Satelliten bauen. Dafür würden wir 300 Forschung dann bekommen. Aber, naja, also ich glaube, einmal reicht mir das. Unser Hochgeschwindigkeitskommunikationssatellit ist nun online. Die neue Geschwindigkeit der Datenübertragung lässt uns alle daran zweifeln, wie wir früher überhaupt irgendetwas schaffen konnten. Okay. Wie viel Metalle machen wir mittlerweile am Tag? 35. Metallverbrauch 11. Metalle für Wartung fast 14. Also 26 Metalle brauchen wir sowieso schon am Tag. Oha. Die ist auch bereit zur Landung. Dann landen wir sie mal da hinten. Wir haben auch keine Arbeitslosen mehr. Doch einen. Der ist gerade umgezogen, daran liegt es. Er arbeitet in der Krankenstation. Warum arbeitet ein Ingenieur in der Krankenstation? Das macht eigentlich nur Sinn, wenn wir nicht so viele Arbeitsplätze für Ingenieure haben. Warum arbeiten die nicht hier hinten? Da haben wir doch reichlich Plätze für die.
Habe ich das hier verboten? Ja, ich habe die Ingenieure hier hinten verboten. Das ist das Problem. Das war natürlich sehr clever von mir. Es fehlt nur noch, dass ich hier die Geologen verboten habe. Ja, die sind hier hinten verboten. Und ich glaube, hier sind sie dann wahrscheinlich auch verboten. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Weil hier ja hauptsächlich Leute ohne Spezialisierung leben sollen. Ja. Mhm. Resources are low. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt verteilen wird. Research complete. Also, eins nach dem anderen. Hier oben ist ein bisschen Metall noch. Das soll er hier mal einsammeln. Die eiserne Reserve, sozusagen. Ein unbeachteter Wortwitz fällt mir gerade auf. Automatisierte Farmen. So, das wollte ich ja haben. Danach gehen wir Richtung Terraforming weiter. Machen dann hier mal den da. Was ist mit dem? Der könnte auch schon wieder landen. Ja, der soll ja Richtung Erde zurück. Das ist in Ordnung. Resources ist auch schon fast fertig. Also jetzt langsam geht es ein bisschen flotter mit dem Bau. Man merkt, dass wir jetzt eigentlich genug Metallproduzenten haben. Electrostatic dust storm approaching. Da ist auch schon der nächste Staubsturm. Wie sieht es hier aus? Mhm. Ja. Langsam, aber sicher. Kriegen wir den noch vor dem Staubsturm weg? Schafft er das? Der soll ja nochmal die nächste verdeckte Operation hier starten. So, und jetzt kümmere ich mich mal um die Farben. Brauchen die jetzt sofort? Nee, ich muss dieses Upgrade erst installieren. Das kostet elektronische Teile. Würde mir aber viel bringen. Deswegen werde ich das jetzt mal überall in Auftrag geben. Resources are low. Damit dürften die Erträge jetzt in vielen von diesen Farmen auch steigen. Ja. Oh, wir sind beide schon wieder unterwegs. Wow, das ging ja flott. Da ist gleich der zweite Carbonat-Prozessor online. Wir können auf jeden Fall festhalten, so viel Gesteinsabfälle, wie wir produzieren, können wir niemals verbrennen. Ja, da geht's rund. Jetzt machen wir schon 0,8 pro Sol. Einmal verdoppelt. Wir haben kein Saatgut mehr. Haben wir noch welches in den Fabriken drin? Bisschen was. Reicht vielleicht aus, bis die Rakete zurückkehrt. Natürlich mit Saatgut. Obwohl ich ja zwischendrin schon noch überlegt habe, ob ich nochmal Leute von der Erde hierher hole. Sozusagen den Genpool noch mal ein bisschen auffrische. Weil mittlerweile dürften die alle miteinander verwandt sein.
wenn ich so drüber nachdenke. Anomaly found. Da brauchen die nur noch sehr viel weniger Leute. Das ist sehr schön. Die sind noch beschäftigt. Wir haben eine Anomalie gefunden. Da ist bestimmt gerade ein Meteor runtergekommen. Aber das ist uns sehr willkommen. Da kann ja der Erkunder endlich mal wieder was tun. Er sammelt noch fleißig und ist jetzt auf dem Weg zurück. Vielleicht schaffen wir es sogar, diese Rakete nochmal loszuschicken zur nächsten Mission. Das wäre natürlich richtig cool. Ja, jetzt geht's langsam vorwärts. Haben wir irgendwas, was bei 10% Atmosphäre passiert? Nee, bei 25% fängt der giftige Regen an. Nee. Ja. Einmal hatten wir ja schon mal giftigen Regen. Ich weiß nicht, ob das dann so ein permanenter giftiger Regen wird. Das wäre natürlich nicht so schön. So, nächste Mission ist Europa. Technologie stehlen, ihr kennt das ja schon. Hoffen wir mal, dass es erfolgreich ist. Warum machen wir gerade so wenig Forschung? Funktioniert irgendwas nicht? Das sind nicht so viele Wissenschaftler da. Okay. Und hier studieren nicht genug. Ja, wahrscheinlich, weil die alle beschäftigt sind. Die haben alle was zu tun. Da müssen einfach noch ein paar mehr Kinder geboren werden. Aber wir sind ja gerade dabei. Es wird langsam werden. Es wäre schön, wenn hier mal jemand leben würde und arbeiten vor allem. Bisher haben sich hier allerdings nur Spezialisten eingefunden. Vor allem Rentner. Mhm. Ich guck mal ein bisschen durch die Gebäude durch. Da irgendwelche Botaniker noch arbeiten, die da nicht arbeiten sollten. Nee. Da haben wir keine. Die sind sowieso alle verfallen und leerstehend, wie es aussieht. Das Einzige, was wir wirklich genug haben, sind immer Offiziere. Das ist echt faszinierend. Da haben wir eine Botanikerin. Komm du mal hier rüber. Ja, das war erfolgreich, die verdeckte Operation. Tagesreichweite, so nennt sich diese Kuppel, die wir gerade gebaut haben. Der hier darf gerne hier hinten hin umziehen. Es ist kein Shuttle verfügbar. Da wird sich schon eins finden, ehrlich gesagt. Natürlich könnte ich doch auch langsam mal drüber nachdenken, ob ich nicht einen weiteren Shuttle Hub bauen möchte. Zum Beispiel hier hinten. Das wäre vielleicht doch nicht eine bescheuerte Idee, wenn da mal wieder was hinbauen würde. Den können wir dann auch hier mit Treibstoff versorgen.
Drohnen freuen sich, dass sie endlich was zu tun haben. Ja, Metall haben wir in den Griff gekriegt. Elektronischen Geräte könnten mehr werden. Woran liegt das? Ja, seid nicht mehr so viele. Es gibt nicht mehr so viele Ingenieure. Die sind wahrscheinlich alle mittlerweile alt oder gestorben. Also ich muss sagen, die Sache mit den neuen Kolonisten wird immer attraktiver. Aber wir brauchen erstmal die Frachtrakete mit 75 Saatgut. Die brauchen wir zuallererst. Danach überlege ich gerade. Könnten die auch nochmal zur Erde zurückschicken. Die soll dann einmal nochmal Edelmetalle zurückbringen. Und wie komme ich danach noch an Geld? Tja, die Orbitaltechnik wäre vielleicht eine Idee. Könnte man den zum Beispiel hier hinbauen? Also Beton ist kein Problem, Metalle sind eigentlich auch kein Problem mehr. Polymere sind kein Problem und Maschinenteile, naja, die könnten immer das Schwierigste sein, aber eigentlich müsste es ausreichen mit der Produktion, die kriegen das hin. Ja, dann wird es hier fleißig gebaut. Ja, 8 Gesteinsdinger, das ist echt nicht viel. Oh Mann. Ja, du musst noch ein paar Edelmetalle einladen, dann kannst du zurück zur Erde. Die brauchen wir schon noch. Ich hoffe, dass du das schaffst, bevor der Staubsturm losgeht. Sieht ganz so aus, als würde er das packen. Da kommt der letzte. Und los geht's. Zurück zur Erde. 5 Leute leben mittlerweile in dieser Kuppel. 2 Botaniker vor allem und 3 Senioren. Nach den Deckungspflanzen machen wir weiter mit Kartoffeln, wie gehabt. Hier wird ein bisschen Saatgut erstmal noch hergestellt. A colonist has died. 2 Earthsick colonists. Kolonisten sind hier gestorben an niedriger Gesundheit, ja. Weil wir nicht genug Mediziner haben. Wäre fast eine Überlegung. Naja, das hilft jetzt eigentlich auch nicht. Eine zweite Universität. Bringt das was? Eigentlich nicht. Wir haben ja sonst auch nicht so, nicht wirklich alle Arbeitsplätze hier belegt. Ja, ist gerade nicht Hochkonjunktur, wie es aussieht. Es gibt einfach nicht genug Leute.
Da ist der Staubsturm. Ich mache wie üblich die ganzen Generatoren zu und beobachte, ob wir es fertig bringen, die ganzen Lecks, die uns das Ding bescheren wird, zu schließen. Hier haben wir eins. Aber es sieht so aus, als wäre da schon einer unterwegs. Ein Problem also. Obwohl ich natürlich das Ding einfach abschalten kann. Dann haben wir quasi keinen, also zumindest mal keinen Wasserverlust. Das ist ganz witzig, wie die Shuttles jetzt hier eins nach dem anderen in den Hangar reinfliegen. Da kommt noch eins. Alle wieder da. Da kommt noch einer. Noch einer. Wow. Ja, es sind halt 12 Stück. Es dauert eine Weile, bis die alle wieder angeflogen gekommen sind. Drohnen sind überlastet. Hier hinten. Und weshalb? Naja, dann kriegt er halt nochmal zwei. Reicht nicht. Kriegt er noch mal zwei, so. Ja, da haben wir mal Glück gehabt, dass er nicht das Falsche getroffen hat. Dieses Leck sollten die eigentlich... sind wahrscheinlich nicht alleine auf die Reihe. Wo steckt der? Ich kann mal hier ein paar Metalle einsammeln. Machen wir auch gleich so. Der soll hier die Metalle in dem Umkreis einsammeln. Und hier wieder ausladen. Hier ist ein Kabelleck. Das ist ein Rohrleck. Eine Kuppel hat keine Lebenserhaltung. Was fehlt? Im Wassererzeuger muss es verbunden sein. Ist er das nicht? Hä? Oh, natürlich. Das ist das Problem. Jetzt müssten sie wieder was bekommen. Funding received. Ach so. Er ist schon leer. Aber das hat nicht gereicht. Da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Wir haben jetzt aber nur noch Stromlecks. Vor allem hier oben. Das ist insofern ein Problem, dass erstens unser Drohnenhub nicht funktioniert, weil er von einem Blitz getroffen wurde. Und zum anderen, dass wir kein Metall hier oben haben, oder? Ein Edelmetall. Warum haben wir denn Edelmetall hier oben? Können wir mal einen von euch hier nach oben bringen? Ich muss hier mal kurz aushelfen. Stopp. Und der hier soll mal hier oben in der Gegend das Metall einsammeln und hier ausladen. Ja. So müsste das passen. Davon wissen wir schon. Dieses Leck hier wiederum finde ich nicht so schön. Wir können das aber isolieren. Dann bekommt zwar dieser See hier vorübergehend mal kein Wasser. Das wird er wohl durchhalten. Die haben auch wieder kein Metall. Wir haben eigentlich genug, aber es ist nicht gut verteilt. Hier sind weitere Tote vom Blitz getroffen. Oh Gott. Wie kommt denn das, dass der
Wurde der in der Kuppel vom Blitz getroffen? Okay. Tja, das wird eine Weile dauern, bis die da oben sind. Da haben wir ein Stromleck. Um Strom mache ich mir immer nicht so viel Sorgen, weil wir haben genug Strom gespeichert. Sorge macht mir eigentlich immer nur die Lebenserhaltung. So, der Kommandeur ist da. Allerdings, jetzt haben wir mittlerweile eigentlich keinen Bedarf mehr, weil wir wieder die Drohnen hier haben. Na gut, dann könnt ihr euch jetzt mal hier postieren. Er hat Beton bekommen. Eigentlich ist dieser Drohnenhub da hinten auch total egal im Moment. Den brauchen wir im Moment überhaupt nicht. Den könnten wir abschalten. Und alle Drohnen, die dazugehören, die können wir einfach hier unten zuweisen. There are Earthsick colonists. Ja, ist eigentlich nichts, was der hier hinten tun kann. Die restlichen Stromleitungen reißen wir einfach ab. So. Ja, dass ich hier das Stromnetz durchtrennt habe, ist mir eigentlich klar. Achso, das wird jetzt natürlich nicht abgerissen, weil ich keine Drohnen da hinten habe. Der Staubsturm ist vorbei. Wir können die Stealing-Generatoren wieder aufmachen. Und die Shuttles müssten jetzt eigentlich... Ne, der ist ja noch gar nicht vorbei, oder? Doch. Was ist denn das Problem? Ich mach die mal wieder alle auf. Warum funktioniert der nicht? Der hat eine Fehlfunktion. Und warum macht der nichts? Der wird von einem Blitz getroffen. Oh Gott. Okay. Wenigstens hier hinten ist jetzt wieder alles repariert, wie es aussieht. Wir sammeln mal hier das Eisen ein und hier haben wir ein Leck, das ist aber Strom. Hier haben wir so ein Leck. Das ist schon ein bisschen unschöner. Wie bringe ich den dazu, dass der mir hier was rüberliefert? Ich glaube, die sind wieder auf dem Weg. Sehr gut. Es geht wieder weiter. Elektronische Geräte haben wir mittlerweile auch wieder ausreichend, wie es aussieht. Ach, das liegt natürlich daran, dass wir das Ding da vorne abgerissen haben, oder? Ja. Daran liegt das. Aus keinem anderen Grund haben wir hier gerade genug. Meine Güte, hier ist was los. Naja, die üblichen Aufräumarbeiten sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, eure Miri.